Hallo und willkommen zu einer kleinen Zwischenfolge von Snake Pass, zu einem Random Drop von Snake Pass. Ich habe doch schon den Controller angeschlossen. Hier, guck, ich kann sogar schon lenken. Wird schon weggehen. Okay, ich mache jetzt hier mal weiter, wo ich jetzt gerade bin bei meinem aktuellen Spielstand, weil da geht nicht viel verloren, wenn die immer die ersten Level nicht sieht, glaube ich. Ich werf uns einfach mal da rein, wo ich gerade bin. So. Wenn dieses Controller-Ding nicht weggeht, dann fangen wir nochmal von vorne an. Sag mal, merkt ihr nicht, dass ich steuern kann? Ah ja, jetzt geht's. So, hallo! Hier ist unser Spiel Snake Pass. Ein wirklich sehr schöner kleiner Puzzle-Plattformer, wenn man so will. Er erinnert mich persönlich sehr stark vom Stil her an Banjo und Kazooie, was mir sehr gut gefällt. Und es sieht wirklich sehr bezaubernd aus. Die Auflösung ist jetzt ein bisschen niedrig. Ich spiele es auf der Switch. Die hat bekannterweise nicht die Leistung einer Xbox One oder PS4. Aber ich finde es trotzdem ein sehr hübsches Spiel, auch auf dieser Konsole. Und das Besondere an diesem Plattformer, unter Anführungsstrichen, diesem Rätselspiel ist, dass wir eine Schlange spielen und auch wirklich nur die Movement-Möglichkeiten einer Schlange zur Verfügung haben. Wenn wir uns schlängeln, sind wir auch ein bisschen schneller. Und manchmal muss man sich auch schlängeln, damit man vorwärts kommt. So. Unterwasser-Content wurde jetzt erst neu eingeführt für mich. Also das ist was ganz Neues, aber man kann auch schwimmen. Und Klettern funktioniert im Grunde, indem man sich logischerweise, um Sachen wickelt. Und das ist wirklich ziemlich knifflig. Am Anfang ist es echt, aber später dann auch noch. Ziemlich knifflig, sich dadurch die ganzen Dinger durchzuwickeln. Aber es macht echt erstaunlich viel Spaß. Ich finde es echt, ich hoffe, das kommt rüber irgendwie vom Zusehen. Dass dieses Klettern, diese Physik der Schlange irgendwie echt spaßig zum Spielen ist. Da kommen wir auch so hoch, Schlange. Das weiß ich ganz genau. Und ab und zu, wenn der Schlangenkörper zu schwer wird, können wir nämlich unseren kleinen Kolibri zur Hilfe rufen, der dann unseren Schweif für uns in die Luft hebt. Finde ich auch eine sehr lustige Mechanik. Damit kann man sich teilweise beim Klettern ein bisschen retten. Ups, wollte ich gar nicht. Nee, lass los. Wir sind übrigens Noodles. Noodles, die Schlange. Ah ja, und hier ist ein kleiner Zwischenspeicherpunkt. Sehr gut. Ich weiß nicht, warum ich da hochkriechen sollte, aber umsonst ist das Ding nicht da. Ich werde es mal nutzen. Oh, das finde ich immer sehr schwierig, hier über so gerade Flächen zu kriechen. Puh. Ich sollte mich vielleicht nochmal da unten durchquetschen. Ja, ich glaube, das ist relativ sicher. Jetzt schlängeln wir uns hier hoch. Oh, wir haben das bekommen, was da oben war. Das ist die Hauptsache. Okay. So. Der Aufgabe ist immer in diesen Welten diese glühenden drei Würfel zu sammeln, die es gibt. Beziehungsweise ist nur eins davon ein Würfel. Aber ihr seht schon, gelb da hinten, auf der rechten Seite rot, da drüben grün. Und die Dinger muss man aufsammeln, damit man durch das Portal, das irgendwo im Level ist, kommt. Das ist im Grunde das Spiel. Und das spielen wir jetzt ein bisschen, würde ich sagen. Au, zum Glück gibt es keinen Fallschaden. Okay, kriechen wir mal hier drüber. Und jetzt versuchen wir mal irgendwie da hochzukommen. Vielleicht kommen wir sogar einfach so hoch, ohne uns irgendwie zu winden. Manchmal geht das ganz gut, manchmal geht es eher weniger gut und dann stürzt man wieder ab und muss nochmal von vorn anfangen. Tja, selber schuld, weil ich mich nirgends eingeknotet habe. Sonst hätte ich einen sichereren Stand gehabt. Na komm schon. Ja, okay. Jetzt hier vorsichtig ums Eck. Nein, so machen wir es, genau. Ja. Ah, kein Problem. Das haben wir auch so geschafft. Okay. Ich finde es auch immer cool, wie die Schlange dann da liegt, oder? So chillig, lasziv über den Stein. Wenn wir jetzt übrigens in die Schlucht fallen, dann war alles umsonst. Da ist das Spiel gnadenlos. Wir müssen jetzt zum Speicherpunkt da hinten kommen, weil sonst ist der Fortschritt, seit wir das letzte Mal da waren, verloren. Okay, aber das haben wir geschafft. Sehr schön.
So, wohin jetzt? Ich glaube, wir sollten jetzt irgendwie da lang, oder? Ich gehe nochmal da rüber. Ich glaube nämlich, da hinten geht's weiter. Oh, oh, schnell, nicht einquetschen lassen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir zerquetscht werden. Lieber nicht testen. Na komm, das schaffen wir. Schlängel, Schlängel dagegen an. Komm schon, Noodles. Oh, oh, sehr gut. Okay. Ach ja, man kriegt da echt so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie sich Schlangen bewegen. Und wie sich Schlangen bewegen müssen auch. Wie Schlangen funktionieren. Wie Schlangen denken. Man wird zur Schlange. So, da. Das war der Knopf, mit dem er taucht. Alles klar. Auch unter Wasser ist Schlängeln wichtig, um sich fortzubewegen. Macht ja auch alles Sinn. Nicht wahr? Hey, in jedem Level gibt es auch diese 5 versteckten Münzen, die teilweise echt sehr schwer zu kriegen sind. Bisschen nach oben schrauben, dann geht es schon. Ich weiß noch nicht, was die bringen, ehrlich gesagt, aber irgendwas wird es schon bringen auf lange Sicht, oder? Vielleicht kriegt man ein Super Secret Bonus Level oder sowas. Naja, schlängeln wir uns mal. Mal schauen, wo wir eigentlich hin müssen. Oder können auch. Sind wir von hier gekommen, oder? Nee, ich glaube, hier müssen wir lang. Ups. Ah, okay. Oh, oh, wir sind irgendwie so glitschig. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Puh, das wäre beinahe schief gegangen. Ich habe Panik bekommen. Bin einfach nur noch nach vorn gerudert. Und es hat zum Glück funktioniert. Na, Gott sei Dank. Oh, kommen wir hier durch? Ja, wir sind eine Schlange. Wir kommen überall durch. Außer wenn es zu eng ist, dann nicht. Schauen wir doch mal, was da draußen so ist. Irgendwie nix, oder? Na dann, wieder rein ins kühle Nass mit uns. Moment mal, ruder ich jetzt gerade zurück, wo wir hergekommen sind, oder? Ich glaube schon, ja. Okay, dann... dann wieder da lang. So, genau, das sieht doch gut aus. Oh, was ist denn da unten? Ach so, so eine Bubbelperle einfach nur. Na gut, die werden wohl auch für irgendwas gut sein, nehme ich an. Übrigens, falls ihr euch wundert wegen der Steuerung, es gibt im Grunde einen Kopf, mit dem kann man den Kopf heben und dann versucht man nach oben zu klettern, wenn es möglich ist. Und es gibt eine Taste, um den Kopf zu senken, damit kann man gerade unter Wasser zum Beispiel tiefer tauchen. Und mal auf der Schultertaste, wenn man drauf bleibt, kriegt die Schlange nach vorne, wenn es möglich ist. Und ansonsten lenkt man eigentlich nur. Funktioniert ganz gut, ist gewöhnungsbedürftig, aber ist ja auch wirklich ein relativ neuer Puzzle-Ansatz, der mir eigentlich echt ganz gut gefällt. Die Idee allein finde ich schon so schön. Und es ist auch wirklich gut umgesetzt. So, vorsichtig. Man kann sich übrigens auch noch irgendwie festhalten mit der anderen Schultertaste. Aber das habe ich noch nicht so richtig gemeistert und gecheckt. Und ich stürze ab. Manchmal funktioniert es auch mit ein bisschen Glück und Geduld, dass man sich hier so hochschlängelt, wenn man an den Kanten vorbeikommt. Sobald der Kopf oben ist, haben wir es geschafft. Kolibri, deine Hilfe bitte. Okay, cool. Ja, manchmal kann man sich so ein bisschen durchschummeln. Ist halt doch alles physik-based einfach. Oh Gott, das sieht gefährlich aus. Hardcore gefährlich. Ich weiß nicht, wie wir darüber kommen sollen. Okay, das funktioniert ganz gut. Einfach drüber gleiten. Überhaupt kein Problem. Hui, jetzt müssen wir wahrscheinlich die Kugel da irgendwie in das Loch kriegen.
Wie sollen wir das machen? Wir sind doch nur eine Schlange. Verdammt, vielleicht muss ich die frontal anstupsen einfach. Verdammt doch mal. Nein, komm. Da lang müssen wir. Da lang, Kugel. Oh Mann, das ist echt schwer. So, gut, 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 gut. Genau, genau da lang. Okay. So. Das ist schon ziemlich cool eigentlich, dass ich da mit dem Kopf die Kugel halt stoße, weil ich halt eine Schlange bin, mein Gott, was soll ich machen? Im Grunde basieren die meisten Rätsel auf die Limitiertheit einer Schlange, die halt die Möglichkeiten, die eine Schlange zur Verfügung hat. Das sind halt mal nicht sehr viele. Und Beißen gehört nicht dazu. Wir sind jetzt immerhin ein familienfreundliches Spiel. Okay, jetzt können wir theoretisch da hochklettern, wenn wir es denn schaffen. Nein, 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 nein. Ah, komm wieder rum da. Ja, komm. So. Genau, so machen wir es erstmal. Jetzt da rein. Sehr gut. Na komm. Da ziehen wir uns jetzt selber hoch. Dafür ist der Stempel da. So. Gespeichert ist. Oh, 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 Stachelfalle. Okay, Achtung. Ja, das wollte ich zwar nicht, aber ist okay. Oh Gott, das endet nicht gut. Das nimmt kein gutes Ende. Oh, wir haben es geschafft. Ich glaub's nicht, dass wir da durchgekommen sind. Und runter mit uns. So. In die nächste Tube. Schön. Ist auch ein sehr schönes Spiel, finde ich, oder? Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich es mir überhaupt für die Switch gekauft habe, wenn es doch auf der PS4 besser aussehen würde, ein bisschen. Also ein bisschen höhere Auflösung im Grunde mehr. Ändert sich, glaube ich, nicht. Ich mag die Switch einfach. Und ich mag gerade solche Spiele, will ich halt auch im Bett zum Beispiel spielen, abends noch so. Und da funktioniert das Konzept der Switch für mich einfach echt super cool. Oder auch einfach mal nur das Ding mit den Controllern mitnehmen zu Freunden oder Familie oder sowas. Es ist schon echt super. Und deswegen würde ich bei Multiplattform-Titel tatsächlich, was ich nicht gedacht habe, auf die Switch meistens eher zurückgreifen. Obwohl, das war... absolut nicht, was ich wollte. Obwohl ich früher eigentlich dann schon immer weniger auf die Nintendo-Systeme Wii U oder Wii gesetzt habe, weil einfach die Umsetzungen auf den anderen Konsolen schöner waren. Aber jetzt dieses Gimmick im Grunde, das Controller, also das Handheld zu stationären Konsole wechselns, das ist für mich echt ein Verkaufsargument. Ist schon cool. Hätte ich vorher im Vorfeld echt nicht gedacht, bevor ich mir das Ding geholt habe, dass ich das so sehr nutzen werde. Zelda habe ich gerne am Fernseher gespielt, aber auch, ich habe es auch mitgenommen ins Bett und so, aber die meisten Spiele spiele ich tatsächlich fast hauptsächlich im Tablet-Modus und das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten, weil ich eigentlich immer der Meinung war, dass Handhelds nicht so toll so für Gaming sind. Ich war eigentlich immer der Konsolenanhänger. Ich hatte immer schon auch Handhelds und habe die auch benutzt, aber Handhelds waren mir eigentlich immer ein bisschen zu wenig einfach. Zu wenig Leistung, zu wenig Bildschirm. Aber jetzt auf der Switch habe ich wirklich zum ersten Mal das Gefühl, abzustürzen. Ein vollwertiges Spiel auch auf dem Handheld spielen zu können, im Grunde. Finde ich gut.
Finde ich gut. Ach, Mensch, Schlange. Wie kommen wir denn darüber? Das sieht echt schwer aus. Komm, kriechen wir mal da hoch. Na komm. So, wie kommen wir jetzt da am besten hoch? Ich versuche mal über die Trommel. Nee, ich dachte, vielleicht können wir uns da irgendwie hochschlängeln, aber so richtig scheint es nicht zu funktionieren. Da ist der einfach zu dick dafür, der Balken. Das geht nicht. Oh, nein! Schnell! Nein, da hat uns auch unser Kolibefreund nicht mehr retten können. Naja, wir haben ja nichts Besseres zu tun. Kriegen wir halt nochmal hoch. Mensch, die Stelle ist hart. Wie komme ich denn an diesen dicken Knubbel da oben vorbei? Das ist das Hauptproblem irgendwie. Boah. So, lass mich mal gucken. Jetzt mal langsam, vorsichtig und mit Bedacht da hochschlängeln. Na komm, so rum. Genau. Ja, und dann haben wir immer den Salat. Dann haue ich mir den Kopf an. Ah. Da drüben komme ich auch nicht ohne weiteres hin. Cool, wie sich der Kolibri dann auch drüben hinsetzt, wenn ich nichts mache und wartet. Warte mal, kann ich das vielleicht irgendwie bewegen, das Ding? Bewegt sich das? Oder muss ich erst noch irgendwas bewegen, damit ich da überhaupt rüberkomme? Vielleicht muss ich erst mal woanders hin. Aber hier geht's sonst nirgends lang, oder? Nö. Aber vielleicht könnte ich versuchen, da drüben hinzukriechen. Kriechen wir doch mal da drüben hin. Und jetzt hier mal die Wand hoch. Nein. Ja. Hoi. Wow. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt so gedacht war, aber wir sind drüben, aber wir haben nur 2 der 3 Siegelsteine. Damn. So, und nun? Ich wickel mich erstmal ein hier. Übrigens, Daily Drops. Dieser hier jetzt auf dem Hauptkanal, weil Snake Pass kein Nintendo-Spiel in dem Sinne ist, auch wenn ich es auf einer Nintendo-Plattform spiele, aber das macht ja nichts, das zählt nicht. Aber in Zukunft wird es Random Drops auch auf dem Nintendo-Kanal geben. Deswegen schaut doch bei Landsquid, Birdrider, Nintendo vorbei, auch wenn euch das neue Zelda oder so nicht interessieren sollte, damit ihr dann auch alle Random Drops wirklich mitbekommt, weil Random Drops von Nintendo-Spielen, also alte Klassiker und auch neueres, wo man vielleicht mal reinschnuppert, werden auch auf dem Nintendo, Landsquid, Birdrider, Nintendo-Kanal released. Würde mich freuen, wenn ihr da auch vorbeischaut und vielleicht auch ein Abo da lassen würdet und ein bisschen durch die Videos stöbert. Okay, wir müssen irgendwie da hochkommen und von hier kommen wir jetzt gerade nicht weiter. Ich würde gerne das Rätsel hier noch beenden, das wäre ein schöner Abschluss. Eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, die Folge zu beenden, aber irgendwie will ich gerade hier noch ein bisschen weitermachen. Auch wenn das echt hart wird, das Spiel. Ich finde echt, dass das schwer wird. Hier jetzt an der Stelle. Na toll. Oh, oh, ich steck fest. Mein Kopf steckt fest. Okay. Na komm schon, like a snake. Oh Gott, jetzt hängen wir hier rum. Oh oh, Hilfe! Puh. Nein, ich falle! Ach, come on. Das ist echt hart, aber hier habe ich eine gute Abkürzung entdeckt, glaube ich. Boom. Nein, ah! Nein!
Gott. Das finde ich echt. Finde ich echt schwer jetzt gerade. Vielleicht hätte ich doch mit den ersten paar Leveln anfangen sollen. Die sind noch nicht so schwer. Oh Gott. Na komm schon. Ja, 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 da drüber wickeln. Okay, das ist gut. Komm schon, Kolibri-Freund, hilf mir. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind hier oben zumindest mal. Puh, okay. Na komm schon, hochziehen. Ja, los. So, und jetzt nur noch hier über diese Todesfalle, über diesen Stamm hier wickeln. Ach Mann ey, ihr seid verrückt, Entwickler. Was erwartet ihr denn von euren Spielern? Das ist wirklich schwerer, als es aussieht, sich hier sinnvoll rüber zu wickeln. Soll ich unten durch nochmal? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das überhaupt Sinn macht. Okay, jetzt schaffen wir es. Komm, einfach Vollgas über den Stamm. Nein, Kolibri, Kolibri, nein, zu langsam. Aber wir sind nicht in die Stacheln gefallen und wir sind hier immerhin. Wir sind immerhin hier. Das schaffen wir jetzt. Na komm, da kommen wir hoch. Ja, wir haben's, wir haben's. Okay. Jetzt nur noch runter sliden hier. Yeah, letzter Stein. Ja, die werden immer kniffliger. Und wenn man dann noch die ganzen Münzen und blauen Bällchen will, für was auch immer, ich werde die wahrscheinlich schon noch sammeln, aber dann beim zweiten oder dritten Mal besuchen, dann wird das echt hartes Spiel. Naja, auf jeden Fall finde ich es echt ein sehr schönes kleines Spiel. Kann ich nur weiterempfehlen. Wenn man den Stil mag und wenn man so kleine Plattformer mag und so Physikrätselchen, ist es wirklich ein großartiges Spiel für kleines Geld. Und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut. Ciao.